Guten Tag, Herr Schön. Wir sind hier in den Räumlichkeiten einer Kupferdruckfirma und hier wurden unter anderem Visitenkarten in Handarbeit hergestellt. Sie waren der Drucker über viele Jahre und wie sind jetzt diese Vorlagen, also die Kupferplatten, für den Druck produziert worden? Also es war so, die Platten sind dermaßen produziert und ich habe das Kupfer in größeren Platten gekauft, sind dann auf die richtige Größe zugeschnitten worden. Und zwar so groß, dass die Visitkarte kleiner war als die Druckplatte. Das war immer wichtig. Sonst hätte man in einem Round gesehen oder was an Eindruck, ist die Platte zugeschnitten worden, ein bisschen größer als die Visitkarte, so war dann. Dann ist die Platte mit einer Asphaltschicht überzogen worden, auf den Pantographen gelegt worden, also oben aufgelegt worden. Und wir haben dann die Schrift, die auf die Platte draufkommen soll, haben wir dann von Schablonen übertragen. Die Schablonen waren größer, allerdings die Schrift ist dann in den richtigen Maßstab verkleinert worden. Mit einer Nadel ist es dann, hat der Pantograf dann das praktisch auf die Platte geschrieben, seitenverkehrt wieder. Und dann ist die Platte ganz kurz angeätzt worden, dass man beim Stechen dann weiß, wo man stechen muss. Weil sonst, wenn das nur angeritzt war, ohne Ätzen, das war nicht gewesen, sondern mit der Eisenträger ganz kurz angeätzt worden. Da ist die Asphaltschicht weggewaschen worden und dann hat man gestochen mit den Kupferstichen und zwar die Tiefe dermaßen, also Tiefe ist gut gesagt, das ist alles im Zentrumelementbereich, dass dann für den Kupferstich-Tiefdruck richtig war. Wenn es zu seicht gestochen wäre, dann hätte es nicht ordentlich ausgedruckt. Wenn es zu tief gestochen worden wäre, dann hätte die Schrift gequetscht und man hat das schon im Gefühl gehabt, durch die Jahre, Jahrzehnte. Das ist eine Erfahrungssache, man hat das noch richtig gehabt, die Tiefe. Und dann war die Platte fast fertig, was dann immer noch facettieren brauchen, dass man sich beim Wischen nicht verletzt. Und dann war die Platte fertig. Wie lange haben Sie gebraucht, zum Beispiel für eine Visitkarte mit Namen und einer relativ kleinen Adresse? Da haben wir, von Anbeginn, also vom Zuschneiden der Platte, bis sie fertig war, haben wir schon mit 3-4 Stunden dann schon rechnen müssen, mindestens. Ja. War nicht mehr. Ja. Und wie war dann das Drucken? Wie haben Sie dann gedruckt? Als Druck, wenn die Platte fertig war, facettiert war, habe ich dann einen Arbeitsrost gehabt, das ist praktisch ein Blechkasten, angewärmt mit einer kleinen Gasflamme, dass sie vorab geschmeidiger ist. Man hat dann die Platte eingefärbt mittels eines Ballens, die Farbe eingerieben. Und zwar hat man aufpassen müssen, dass auch die Farbe in die Vertiefung reingeht. Das war wichtig, sonst tut es nicht aus. Dann ist die überschüssige Farbe ist dann mit einer Buchsholzspachtel abgespachtelt worden. Dann ist nachher mit dem Handballen hat man noch die Platte dann blankiert, dass wirklich die Farbe nur mit der Vertiefung stand. Also die Plattenoberfläche musste ganz rein und frei sein von Farbe. Dann ist man zur Presse gegangen, zur Handpresse, hat dann die Platte auf das Laufbrett aufgelegt, die Visitkarte, die noch leere, auf die Platte draufgelegt und dann ist mit der Walze drüber gefahren. Wie lange haben Sie für 100 Stück Drucken gebraucht? Wenn es mir nur Name war, oder was man Name einer Adresse, so ungefähr 2,5 bis 3 Stunden, ungefähr, für 100 Stück. Ja. Dann waren die Karten noch nass, die haben wir dann auch auf Deckel aufgelegt, einzeln, dass dann gar nicht trocknen. Den nächsten Tag sind die Karten durchgeschaut worden, einzeln, praktisch durchgelesen, einzeln. Also ein Kupferstich muss alles ordentlich sein. Und dann wieder einen Tag später ist dann adjustiert worden, also dann zwischen die Karten ein Seitenpapier gekommen, dass die Karten geschützt sind. Dann ist es verpackt worden, dann kann man die Kunden abholen, beziehungsweise ich habe es dann ausgeliefert und mit der Post verschickt. Und waren die Kunden zufrieden insgesamt? Ja, das kann ich stolz sein, dass eigentlich die Kunden immer zufrieden waren. Herr Schön, was mich interessiert, Sie sagen, Sie haben die Kupferplatte mit dem Handballen gereinigt. Ja. Wie haben Sie dann Ihre Hand eigentlich gereinigt wieder? Naja, da haben wir einen speziellen Waschsand gehabt. Da ist das weitestgehend die Farbe runtergegangen, im Winter aber nicht ganz. Also im Winter ist man nie rein gewesen. Bei den Visitkarten ist nochmal wirklich gesagt, bei den Bilddrucken, wo die Druckfarbe ja dünnflüssiger war, ist man oft relativ schmutzig nach Hause gegangen. Da ist es nicht aus den Poren nicht rausgegangen, die Farbe. Hat man nichts gemacht. Das ist ein Kupferdrucker, der hat keine ganz reinen Hände. Das ist im Winter vor allem, das macht aber nichts. Das. Und jetzt nach, glaube ich, 48 Jahren machen Sie hier die Druckerei zu. Warum? Richtig, ja. Warum? Naja, es ist so, die Miete ist ein bisschen hochgefallen, es ist zu hoch für mich, sondern die Indexanpassung auch noch. Jetzt ist es nicht mehr ausgegangen.
keine kostendeckendes Auskommen mehr ermöglicht, zum Jahr verkaufen müssen, aber Gott sei Dank eine Nachfolgerin gefunden im dritten Bezirk, die Frau Kirsten Lumbach in der Ungergasse 22, die macht es genauso schön, wenn nicht besser wie ich, und auch Berufserfahrung, vor allem Liebe zu dem schönen Handwerk, und es geht praktisch alles weiter, eins zu eins. Was da was aufgehört hat, geht es im dritten Bezirk jetzt weiter in der Ungergasse 22. Und abschließend, wenn Sie jetzt auf Ihre 48 Jahre hier in diesen Räumlichkeiten zurückblicken, wie sehen Sie das? Wie war das für Sie? Das war nicht, ich muss sagen, eine schöne Zeit, wirklich mit Leib und Seele Kupferdrucker. Es hat manchmal Schwierigkeiten gegeben, weil oft wenig Arbeit war, man war zu viel Arbeit, man hat sich natürlich nicht stressen können, weil was man Zeit braucht, braucht man Zeit. Samstag, Sonntag, da kein Problem. Urlaub habe ich auch schon lange keinen mehr gehabt, macht auch nichts. Es war wirklich eine schöne Zeit, ich muss Gott danken, dass ich da arbeiten durfte so lang, dass ich nie arbeitslos war, dass ich immer eine Beschäftigung gehabt habe. Da. Ich kann so ehrlich zufrieden zurückblicken. Herr Schön, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich sage Dankeschön.